Grüß euch, servus, aber der wieder mal aus dem Kronwelle. Jawohl, zu einem neuen Projektl. Ja, so. Ich bin da hier hinten bei die Eichen. Da habe ich einmal da hingelegt. Ja. Ich habe einmal ein Video drüber gemacht. Schaut es mal rein. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung unten. Ah ja, bin bei die Eichen hinten. Voll aus Dreck bin ich. Ringer tut es bei Zau. Einerseits ist gut der Ring. Gell. Die Sache ist ganz schön verzwickt da. Da war es ganz schön Drucker jetzt. Der Käfer ist geflogen. Und jetzt regnet es halt, ja, ist gut für den Boden, ist gut fürs Holz, für den Wald aus, ne? Einmal und frei, aber dreckig wär's halt. Wird Sau, jetzt müsst ihr euch schon schnellst, der stinkt aber wie ein Saustall. Aber wei, hilft nicht, ich bin gerade am Zuschnitzen, schaut es euch an, dass ich am Sägewerk nicht mehr so viel tun muss, ja, Splint wegschneiden, Äst wegschneiden und so weiter. Ein bisschen, dass ich eine Blockware habe, ungefähr, ne? Da geht es nicht aufs ganz genau, aber da ich halt ein bisschen dahin, gell? Ja, so schaut das aus, schaut das euch an. Da bin ich jetzt da bei meiner Eichen da mit der Fallsäge, weil sonst geht da gar nichts. Der Stiel 362C, jawohl, 45er Schwerterin, Vollmeißel und ab geht die Luzi. Da schaut euch das an, wunderbar. Kann man schon schneiden halt da oben, ne? Weil das ein bisschen Bogen ist. Da haben wir da nicht so viel umeinander mit am Sägewerk. Ja, schöne Blockware erzeugen. Ja. Da wird die so aufgekommen, dann werden schöne Leinen geschnitten, einmal frei. Und da hinten habe ich nur eine. Die lasse ich aber jetzt noch liegen. Die irrt mich noch nicht. Und da haben wir da hinten nur die kräftigen Föhren, Kiefern. Ja. Haben wir da hinten noch liegen. Die habe ich auch ein bisschen zugeschnitzt. Weil, wie gesagt, die haben halt mal gerade Kiefern, wir hatten schon gerade Kiefern. Ne? Also, das ist fast ein Prunkstückel, möchte ich mal sagen. Ja.
Du musst da trotzdem ein bisschen hinschneiden, weil sonst ist das Mord gewandt auf der See rum, da musst du umeinander rein und umeinander. Aber das merkst du gar nicht glauben, die Dinger da, was die für ein Gewicht haben. Also unglaublich, die kommen an euch hin, sag's euch. Also das mit dem Herz und Zeug, also anscheinend, die trockt auf, gell? Die tragen auf wie eine Sau. Ja, da, die haben wir da her da. Und die werden wir auch noch schön aufschneiden. Eine super Ware, die vier drinnen da. Haben auch einen ordentlichen Durchmesser, 5 Meter lang, da meine ich brauche ich schon nicht. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt der Alm. Ja, also ich werde aber jetzt in dem Video einmal schauen, dass wir die Eichen aufschneiden. Die werden schön lang. Die Eichen, wie gesagt, die lasse ich da, weil die ist recht krumm. Da werde ich was anderes machen, die werde ich jetzt am Sägeweg nicht aufschneiden. Vielleicht schneide ich da das Wasser, das Stückchen da in der Mitte, das ist ein bisschen gerader. Aber hinten und vorne ist recht krumm. Da tue ich nicht umeinander wahrscheinlich. Das mache ich was anderes Schönes draus, da habe ich schon eine Idee, was ich da für ein Projekt mache. Das wäre eine super Sache da. Hoffentlich habe ich Zeit. Ne? Aber die Zeit nehmen wir sie. Jawohl, also, da würde ich sagen, greift man so und da sehe ich, legen wir auf. Ich schnitzel noch ein bisschen umeinander, bei Dreck bin ich eh schon. Abwaschen muss ich mich so und so. Aber wenn ich ihn aufgelegt habe, dann schalte ich wieder rein, dann hat es wieder dabei, auf alle Fälle. Bis gleich. Jawohl. Yeah.
ne? Wir die Schwammerl aus dem Boden, schießt bei uns die Fröhlichkeit aus uns aus, a hollari, a hollaro. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freit. Hollari, a hollari, a hollaro. Hollari, a hollari, a hollaro. Hollari, a hollari, a hollaro.